Heute ist der erste Tag unserer Pilgerfahrt in Zypern. Eine Pilgerfahrt ist nicht bloß eine Reise, um Sehenswürdigkeiten anzuschauen oder sich auszuruhen, sondern es geht darum, Heiligtümer zu besuchen und vor allem zu beten. Wir fahren von Ort zu Ort, schauen uns die Kirchen an, zelebrieren hier Gottesdienste und verehren die Reliquien, die hier sind. Aktuell, das ist unser erster Reiseabschnitt, befinden wir uns in dem Dorf Omodos, in der Gebirgsregion von Zypern. Und hier ist ein Kloster, ein ehemaliges Kloster, heute eine Pfarrkirche, die dem Heiligen Kreuz gewidmet ist. Das ist deshalb der Fall, weil sich hier Reliquien befinden, und zwar die Seile, mit denen Christus gefesselt wurde, als er gekreuzigt war. Diese Reliquien wurden hierher von der heiligen Kaiserin Helena gebracht. Das war eine ihrer letzten Reisen nach Zypern, die sie unternommen hat, also überhaupt eine der letzten Reisen in ihrem Leben. Und diese Reliquien, die befinden sich hier in diesem Reliquiar. Wir sehen hier das Kreuz und da drin ist ein kleines Fenster, dort kann man die Seile sehen. Sie sind von hinten in das Kreuz hereingearbeitet. Eben wurde das Kreuz für uns herausgeholt von dem Vorsteher dieser Gemeinde. Es wurde aufgestellt in der Mitte. Wir haben das Tropar des Kreuzes gesungen. Vor deinem Kreuz werf uns nieder, o Gebieter, und deine heilige Auferstehung verherrlichen wir. Haben uns verbeugt und die Reliquien geküsst. Und jetzt geht es weiter zu den nächsten Heiligtümern der Insel. Das ist der Platz vor dem Kloster Omodos und hier ist auch der Eingang ins Kloster. Entschuldigung, das Kloster heißt nicht Omodos. Omodos heißt das Dorf und das Kloster ist ein Timios-Kloster, das dem Heiligen Kreuz gewidmet wurde. Hier ist die Klosterkirche, die Hauptkirche, und nebenan befindet sich eine kleine Kapelle, eine Ikone der heiligen Konstantin und Helena und die Kapelle selbst, in der kleinere Gottesdienste abgehalten werden. Das Kloster hat zwar keine Mönche und Nonnen mehr, aber durch die Pilger, die hierher regelmäßig kommen, gibt es trotzdem ein aktives Leben, auch dadurch, dass dieses Dorf sich in der Nähe der Stadt Limassol befindet und es Menschen gibt, die hier wohnen. Außerdem befindet sich hier im Kloster eine Ausstellung mit alten Ikonen und liturgischen Gegenständen. Hier haben wir zum Beispiel ein Grab durch Christi und man sieht, es ist auf Kirchenslawisch beschriftet, russischer Art. Das hängt damit zusammen, dass dieses Kloster hier eine Filiale hatte in Odessa. Und zwar sind dorthin viele Griechen geflüchtet vom Osmanischen Imperium, die verfolgt wurden. Und deswegen wurde dort eine Kirche gegründet oder beziehungsweise Gemeinschaft, die über längere Zeit eine Verbindung hierher mit dem Kloster hatte. Und nachher wurden auch viele liturgische Geräte, viele Ikonen aus Odessa gestiftet, weshalb sie eben in russischer Art gemacht sind und im Kirchenslawischen, auf Kirchenslawisch beschriftet. Hier auch zum Beispiel Kelch und Patene aus der Zeit.